So Freunde, willkommen bei Easy Lifestyle. Heute wiedermals ein Produkt, was wir vorstellen möchten. Und genau. Ja, Dickerchen, magst du anfangen? Also wir haben noch eine kleine Sache mal bestellt. Mhm. Wir bestellen ja sehr viel in letzter Zeit. Aber das hier ist vom Body Attack, ein Trainingsbooster. Mhm. Oder Workout Booster, wie es hier steht. Ich muss sagen, wir haben den schon mal probiert. Deswegen werden wir heute den nicht probieren. Ich frage mich warum, aber erzählen wir gleich noch. Weil das ist wirklich einer der besten Trainingsbooster, den wir eigentlich so getestet haben. Ja. Gut, von Flex Wheeler damals, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der war auch sehr, sehr gut. Ja, der war brutal. Ach, den gab es ja auch bei Body Attack, ne? Den gab es auch bei Body Attack. Oder war das sogar der? Ich weiß es gar nicht. Nee, das war nicht der, ne? Meinst du jetzt Test Charge? Nee, ich hatte einmal in einer kleinen Testpackung. Ja. Von Flex Wheeler, der war auch sehr, sehr gut. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der wird leider nicht mehr verkauft in Deutschland, aber wahrscheinlich vielleicht, weil es nicht erlaubt war oder keine Ahnung. Vielleicht war weil das war übertrieben. Aber erzähl. Kannst du mal hier öffnen? Du hast, glaube ich, krass. Ja, ich habe heute meine Fingernägel extra nicht. Also, das ist wirklich für jeden nur eigentlich fürs Trainieren gedacht. Man kann es auch benutzen, vielleicht bei Übermüdung, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber einfach so eine halbe Stunde oder so vorher nehmen. Ja. Und das Zeug. Das ballert also, richtig. Das knallt wirklich. Also er hat es auch probiert. Ey, für mich war es, was heißt Horror, war so, wenn du wirklich übermüdet bist, glaube ich, ja, oder so einen schlechten Tag ist und du sagst, hey, ich will jetzt zum Training gehen und ich möchte wirklich hier eine Leistung zeigen und ein bisschen du mal... Du richtig Power dann. Und du bist müde und dann bist du knallwach. Das ist schlimmer als ein Energy Drink. Ja, genau. Aber man sieht hier auch, wie viel... Also man merkt doch dieses Kribbeln. Das ist das Zeug, das der Hammer. Das ist sehr schön verpackt, Freunde. Zeig euch das mal. Also so sieht das Ganze aus, ihr seht es. Wie viele Stücke sind da? Ich glaube 20 Stück oder so, ne? 4, 5, 20 Stück, genau. 20 sind drin. Warte, eine. Du kannst ja mal einen raus. Es fliegt alles hier. Also man riecht es auch schon, es riecht dann nach diesem, wie heißt der Geschmack hier? Grapefruit-Geschmack haben wir hier. Grapefruit. Flavor und Attack Shot. Ich kann mich daran erinnern, dass die so groß war. Aber die ist ja immer mega groß, Digga. Also geschmacklich. Hat den 30 Milliliter, die wirken so doppelt so groß. Na und das Geile ist, genau, lies mal die Werte vor. Was in dem einen Ding drin ist, das ist schon krass an Koffein. Also. Ach du grüne Neune. 1000 Milligramm Taurin, Citrullin Base 3000 Milligramm, Glutathion 300 Milligramm, Beta-Alanin 2000 Milligramm, Koffein. 200 Milligramm. Das ist geil. Also das ist ja mal das Sechsfache eines Energy Drinks. Direkt auf einen Schlag. Also Freunde, in so einer kleinen Menge, ne? Ich würde mal sagen, jetzt, wir wollen nicht übertreiben, aber für Leute, die nicht so gut auf Energies zugesprochen sind, ja, oder die sollten Koffein davon vielleicht sind. Die Hälfte nehmen oder so. Oder, ja, oder immer portionsmäßig, sagen sind 60 Milliliter, vielleicht 20 oder sich aufteilen. Und was ja auch wichtig ist, das soll man wirklich mal nur benutzen, wenn man mal Vollgas geben will oder wirklich sich geschwächt fühlt. Es gibt ja Leute, ist ja genug im Internet, hier bei YouTube, ja, sagen das ja, was weiß ich, die dann das jeden Tag nehmen. Aber die merken ja dann auch, es knallt da nicht mehr. Ja, erzähl mal die Geschichte. Das hat keinen Sinn. Genau, zeig mal die Kamera. Also so sieht's aus, so Freunde. Man sollte schon, ne, vorsichtig damit umgehen. Ja, vor allem die Werte. Kann ich zwei auf einmal trinken? Nee, ich glaube nicht, dass man da Herzrasen, also ich denke mal, bei dem geht schon die Post ab. Das kann ich mich noch erinnern. Aber vom Geschmack her muss ich ehrlich sagen, es ist ein... Daher, dass es so hoch konzentriert ist, aber schon runter. Da ist auch das Ding, genau, geschmacklich war das nicht so der Hammer, aber bei Grapefruit haben wir jetzt noch keine Erfahrung gemacht, also ich auch auf jeden Fall nicht. Was hatten wir denn damals? Wir hatten Cola-Geschmack gehabt. Ah! Cola. Es war so leicht bitter. Aber man weiß ja auch, wie Cola eigentlich schmeckt, weil hier ist ja auch keine Kohlensäure drin. Mhm. Also einfach runter exen. Genau. Oder wenn, wie gesagt, ihr könnt es auch zu zwei teilen und es sind dann 100 Milligramm Koffein auf einmal. Also bei Frauen würde ich auch vielleicht nur empfehlen, die Hälfte. Ja. Je nachdem, Hälfte. Hälfte, genau. Je nachdem, wie schwer ihr auch seid. Ich denke mal, wenn man so ein bisschen so ein schlanker Typ ist, so 60 Kilo oder so, sollte, ja, man genau, vielleicht, das kommt auch mit Körpergewicht zu tun, aber... Boah, aber der Duft, ey, das ist halt richtig krass. Was mich hier gerade ein bisschen verwundert, hier steht auch noch drauf, schwarzer Pfefferextrakt. Also ich kenne mich da ein bisschen aus, also viele Produkte, sagen wir mal, damals Test Charge, könnt ihr ja googeln, es hatte viele verschiedene Extrakte und das hat einen wirklich hochgepusht und ich denke mal, das ballert auch richtig und ich kann mich ja sogar erinnern, wo wir trainiert haben. Wir waren ja den ganzen Tag hyperaktiv. Ne? Ja, das war echt krass. Peptide-Komplex. Ja. Acetylin. Oh, das Koffein. Also das ist dasselbe, was auch hier drauf steht. Aber Matrix. Oh, da hängt ein Vogel. Sehr niedlich. Aber wirklich, Freunde,
hier steht auch Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmittel, mit Aminosäuren, ja. Taurin, Koffein, also was Booster angeht, ist es zu empfehlen. Das Problem ist, es gibt es auch, ich weiß gar nicht, ob es das bei Body Attack im Shop gibt, aber ich habe das bei, ich glaube, bei Amazon bestellt, weil der Artikel auch oft nicht verfügbar ist. Ausverkauft ist der Hammer auch. Also ich muss auch sagen, wieder für Schwangere und Kinder nicht geeignet, ist ja logisch, aber ja, im Großen und Ganzen sehr zu empfehlen. Testen wir das mal irgendwann. Aber genau, wenn wir mal unterwegs sind, dann machen wir mal eine Probe und dann geht es ab auf jeden Fall. Da kippen wir unten, die Kamera liegt da rum und nein, Spaß. Dann rennen wir durch die Straßen. Ja. Forrest Gump Style, sage ich dazu, ne? Focus Matrix. Ja, Freunde, ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ach so, ganz kurze Frage, was hast du dafür gezahlt, Dickerchen? Oh, ich glaube hierfür, ich könnte noch mal... 20 Stück? Ich glaube, das waren um die ungefähr Pi mal Daumen. 30 Euro oder sowas. Ja, das ist okay. Aber wenn nicht, schreibst du es noch mal rein. Es kann sein, dass es auch mehr war. Also so um die 30 Euro. Naja, gut, wenn man sich wirklich eine... Könnte auch sein, dass es 40 war, ich weiß es gar nicht mehr. Also 2 Euro pro Dose, das war eigentlich, ich glaube, so ist in Ordnung. Dreh. Ist in Ordnung, sehr, ja. Mit Versand, alles, das ist alles okay eigentlich. Vor allem, man nimmt ja nicht jeden Tag eins, nur genau. An Tagen, wo man... Und das Geile war, früher gab es die, da haben wir das ja mal gekauft, bei, ich glaube, bei Rossmann. Ja, das war auch eine Weile. Da hatte ich hier das einzeln konnte man die kaufen, aber da haben sie mehr gekostet, 3 Euro, glaube ich. Aber immerhin konnte man die dann holen, ne? Und genau, aber die wirkten viel kleiner damals. Ist auf jeden Fall weg aus dem Sortiment. Ja, Freunde, ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren, genau. Liken, teilen und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Easy Lifestyle und mein Dickerchen. Haut rein. Ciao, ciao.